Was ist hier heute los? Heute haben wir hier eine Fashion-Show bei LCL. Erzähl uns doch mal bitte was zu deinem heißen Outfit. Ja, guck mal, wie auf Kommando geht natürlich jetzt hier die Musik an. Und ich muss zu diesem Outfit sagen, das Erste, als die Frau, die mich gerade interviewt, das gesehen hat, was da kam, war... Es ist, wir haben heute eine Fetischmodenschau, glaube ich. Und Olli läuft mit Stolz und Freude Lack und Leder. Wie gefällt dir das hier so? Ist ja schon ein bisschen größerer Aufwand hier heute, ne? Ja, also geil. Also wir haben jetzt gerade eine Einweisung bekommen, dass wir nicht in die Laser gucken dürfen und so. Also hier ist schon ordentlich Aufwand betrieben worden. Bin gespannt. Ich habe heute ja den Gewinner des Model Contests an meiner Seite und da freue ich mich sehr drauf zu sehen, wie der gleich laufen wird. Ich habe selbst noch nicht mitbekommen. Ich habe aber gehört, er hat Training gemacht und ich bin mir sicher, das wird gut laufen. Gerrit heiße ich. Was machst du hier? Ich bin dabei bei dem Dreh für Verbotene Liebe, habe eine Ausschreibung gewonnen und ja, jetzt muss ich auf den Laufsteg. Musst oder darfst? Sowohl als auch. Ich darf zwar, aber ein bisschen geht mir auch ein bisschen die Düse insofern. Aber dann der kleine Schops und dann geht's los. Würdest du das auch mal gerne machen? Modeln? Ich glaube, für den Laufsteg bin ich einen Tick zu klein. So 20 cm oder so. Aber auch. Ja, ich bin schon ganz lieber Schauspieler als Model, glaube ich. Wie gefällt dir dein Outfit? Hilft das eher, deine Angst zu überwinden oder macht es das noch schlimmer? Das ist auch eine gute Frage. Ja. Ich glaube, das hilft ein bisschen, weil es ein bisschen wie eine Verkleidung ist für mich in dem Sinne. Das ist das nicht dein privater Stil? Auch. Nein, privat jetzt nicht. Höchstens das Netzhemd vielleicht. Nein, also ist gar nicht so meins eigentlich. Die Aktion heißt mit Olli an deiner Seite. Ich bin mir sicher, er fühlt sich gut aufgehoben. Ich versuche zumindest mein Bestes, dass er sich hier wohlfühlt. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Wer bist du nochmal? Doch wiedererkannt, ne? Ja, ich bin's, die Miri. Ich bin wieder zurück nach dreimonatiger Pause. Und wie ist es, wieder zurück zu sein? Schön, aber auch ein bisschen eine Umstellung. Ich fand's auch in Freiheit ganz nett. Also ich habe die Auszeit sehr genossen. Die war privater Natur und ich habe viel Zeit mit meiner Family verbracht. Das war sehr schön. Aber es ist natürlich auch ganz toll, wieder hier zu sein. Ich bin ganz lieb aufgenommen worden von allen. Alle haben gesagt, hey Miri, schön, dass du wieder da bist. Ja, und jetzt geht's halt lustig weiter als Tanja.